Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt mit dem Chizomania. Und zwar, ja, wir spielen diesmal Pokémon Y mit der Wonderlog Challenge. Und für die, die sich wundern, was die Wonderlog Challenge ist, dann gut zuhören jetzt, denn jetzt werden die Regeln erklärt. Nicht wundern, dass ich mich jetzt hier direkt im Spielgeschehen befinde, denn der Anfang ist für die Wonderlog sehr irrelevant und sehr banal und ne. Deswegen dachte ich mir, mach das schon mal ein bisschen und so und spiel mal ein bisschen vor und dann können wir direkt hier einsteigen. Das ist auch, glaube ich, gemütlicher für euch zu gucken, denn der Anfang ist relativ irrelevant, halt wie gesagt. Zu den Regeln. Die sind auch nochmal in der Beschreibung, für die jetzt zu faul sind zum Lesen. Hört zu. Erste Regel, man darf sich pro Gebiet jeweils ein Pokémon fangen. Falls dieses besiegt wird, beziehungsweise flieht, ist dieses Gebiet tabu. Zweite Regel, sofern man dieses Pokémon gefangen hat, tauscht man es unmittelbar über Wundertausch weiter und benutzt das Pokémon, das man getauscht bekommen hat. Dritte Regel, trägt das Pokémon ein höheres Level, das man gefangen hat, muss es weitergetauscht werden. Ist das Level niedriger, kann man es mit den Sonderbonbons hochleveln. Regel Nummer 4, Pokémon, dessen Spezies man bereits gefangen hat, müssen weitergetauscht werden. Ausgenommen sind Pokémon, die man schon gefangen hat, aber die schon gestorben sind. Also ich sag mal jetzt, ich habe einen Taubsi gerade bekommen, aber Taubsi habe ich schon in meinem Team. Weitertauschen. Sage ich, habe einen Lapras bekommen, habe ich schon gefangen, aber es ist schon gestorben. Darf ich behalten. Nummer 5, Shinies, legendäre ETC dürfen natürlich gefangen werden, aber nicht benutzt werden. Nummer 6, viel Spaß bei dem Projekt. War alles gerade abgelesen irgendwie und deswegen sind wir jetzt hier. Und warum bin ich jetzt hier? Der Grund dafür ist, bei der Wonderlog muss man für das Wonder Trade musst du halt zwei Pokémon haben und die kriegt man halt nur, wenn man diesen Pfad hier quasi gemeistert hat. Und jetzt habe ich hier zwei Pokémon und will die gerne weitertauschen und wir verbinden mal mit dem Internet kurz. Wir verbinden uns. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Ich bin so gespannt. Ich habe da seit Wochen habe ich an Grafiken gearbeitet, habe ich an Beschreibungen, an Ideen und Thumbnails und Samples und für alles. Ich habe einfach so viel dran gearbeitet. Und jetzt kann ich es endlich aufnehmen. Ich bin so gespannt und ich hoffe, dass ihr auch daran irgendwie Spaß haben werdet. Und gut, wir fangen mal an. 100 Tausch. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier für Pokémon hier kriegen können. Wir dürfen halt, wie gesagt, zwei Pokémon tauschen, unser Starter und das Pokémon, das wir auf dieser Rottier gefangen haben, oder auf diesem Weg hier quasi. Willst du einen Wundertausch durchführen? Ja! Und by the way, heißt meine Pokémon, die ich weitertauschen werde, alle YouTube Chizomania, damit die Leute meinen Kanal finden und mich abonnieren und mich, nein, also damit die Leute halt quasi vielleicht wissen, dass ich eventuell YouTuber sein könnte und, ne? Okay, so, wir tauschen Fynx weiter. Dieses Pokémon zum Tausch anbieten. Suche nach Tauschpartnern. Bitte warte einen Moment. Wir warten einen Moment. Und die warten und warten und warten und warten und warten und warten. Und ich bin so gespannt und so aufgeregt. Und okay. Ja, Fynx, mach's gut, ne? Der arme Fynx. Und wir warten. Warum dauert das so lange? Internet bei. Okay. Nice to meet ya, Douglas aus Brasilien, Rio de Janeiro. Okay, gut. Mal sehen, was du für Pokémon mir anbieten kannst. Oh je, okay, ich bin echt gespannt gerade. Ich bin so gespannt. Ai. Ein Sandan. Hab bitte Eggmoves und sowas. Bitte hab Eggmoves, hab bitte DV aus und gutes Wesen. Gut, Sandan kann ich eigentlich gut gebrauchen. Ist halt vom Typen Gestein, meine ich sogar. Könnte man in der Kiefer-Arena jetzt eigentlich gut verwenden. Ne? Gut, wieder zurück zum Wundertausch und gucken, ob das Level stimmt. Ob die Attacken alle legit sind. Nee, was laber ich da? Die sind ja legit. Ich vergiss das. Ihr habt nichts gehört. Okay. Sandan ist auf Level 60. Ach, schade, aber auch. Das geht nicht. Sorry, Sandan. Ach, sorry, komm. Ja, ne, weiter tauschen. Und das Ding ist halt, dass dieses Tauschen manchmal dauern kann. Ich werde versuchen, die Parts unter 15 Minuten zu halten, denn ich finde, dass man halt, wie gesagt, ihr kennt meine Meinung dazu, dass ich halt Parts nicht so lange halten will, weil das dann langweilig wird eventuell. Und Dach Yumi aus Frankreich, Languedoc, Roussillon oder so. Ciao, Sandan, macht's gut, mach es gut. Jetzt kommt eh wieder so ein Sand. Tod, oh du. Also heute haben wir hier echt erste Genception irgendwie, aber finde ich gut, also ich kann mit ersten Gen-Pokémon leben. Ich finde vor allem Dodo eigentlich ganz cool. Also Flug-Pokémon sind immer sehr willkommen.
Du musst jetzt nur noch auf Level 1 sein oder irgendwie halt auf Level 6 oder sowas sein, ne? Das wäre dann schon cool. Moment. Wundertausch. Ja. Ich finde es so, dass man nicht direkt im Wundertausch bleiben kann und dann direkt da weitertauschen kann, was man will. Level 10, Mann! Sorry, ne? Ich muss da halt wieder weitertauschen, dann dauert eine Weile. Ihr könnt ja gerne vorspulen, wenn ihr wollt. Also, ne? Es tut mir nicht weh. Ihr könnt gerne vorspulen. Hört mir nicht zu. Suche nach Tauschpartnern. Bitte warte einen Moment. Also die Facecam wäre schon cool, dann könnte ich jetzt irgendwie so voll abwogen. Warum dauert das so lange, Mann? Ich will spielen, ich will endlich spielen und weiterkommen und nicht so lange warten. Lass das doof an, Wundertausch, weil oft sind da dann Pokémon, die man halt, die halt auf dem Level sind, auf dem halt so gefangene Pokémon sind und meistens das dann so Level 10 bis 30 manchmal und ab und zu auch Eier-Pokémon, aber eher selten, also schon, aber nicht so häufig wie jetzt solche Pokémon wie Dodo oder wie Sandan halt, ne? Und warum da hast du... Was? Warum wurde kein Partner gefunden, Bitch? What are you doing? Okay, Wundertausch, bitte, jetzt klappt endlich, sonst mache ich gleich einen Cut oder so und dann warten wir halt eine Weile. Willst du einen Wundertausch durchführen? Ja, das will ich. Das möchte ich gerne. Aber Katzenhirn durft, dann denken die so, ja, er hat bestimmt geguckt, bis was Gutes kommt und dann halt, den Dingens, ne? Ja, Baum? Ich weiß nicht. Ich mach einfach nichts. Ich bin leise. Vielleicht wird auch der erste Part jetzt nur damit sein, dass wir Pokémon tauschen und nichts schaffen. Das wäre doof. Das fände ich echt schade. Das fände ich echt sehr schade, weil ich will echt weiterkommen und spielen und euch die Welt von Carlos zeigen und... Au, wir haben einen gefunden aus Südkorea, aus Chungcheongnam-do. Chungcheongnam-do. Ja, finde ich cool. Da komme ich auch her. Da kommt auch meine Oma her. So, du, mach's gut. Was kommt jetzt auf uns zu? Oh, nee. Was? Nein. Oh mein Gott, wie cool. Bitte sei auf Level 1. Bitte sei auf Level 1. Das wäre so cool. Das wäre richtig cool. Das wäre sowas von. Wenn es auf Level 1 nicht hypen. Jetzt kommt eh so Level 7. Das wäre echt asozial. Das wäre so asozial. Okay. Es ist Level 1 und Drachenwut, Finsteraura, Feuerzahn, okay, aber trotzdem voll cool und mäßiges Wesen. Also da haben wir echt Glück bekommen, ey. Das ist echt ein Blessing. Okay, Purmel, mach es gut. Auf in die weite Welt mit dir, Purmel. Mach es gut da draußen. Hoffentlich findest du einen guten Trainer, der dich nicht wie ich weiterschickt. Oh, Pummel ist süß. Ich mag Pummel. Ich hatte sogar, glaube ich, als in meinem ersten Y-Run einen Pummel gefangen. Also einen Vivillon später dann halt. Dan aus den Vereinigten Staaten. Okay, vielleicht kommt mal so ein Relaxo bei rum. Versteht ihr? Nein? Okay, egal. War ein bisschen rassistisch. Ich bin nicht rassistisch. Ich mag Amerikaner. Okay, mach's gut, Pummel. Bitte was Gutes. Bei Carpador kann man echt gut... Na... Das Ding ist, dass ich kein Ibiza da anmachen darf in der Challenge. Und wenn Carpador jetzt auf Level, 1 oder so ist, wird es schwer, das Ding zu leveln, you know? You know? Okay. Und wir dürfen unser, Dano, also unser Teil hier, diesen Drachen. Ach, der ist auf Level 10. Wir machen das mal erst, dass wir den Drachen hier ein bisschen leveln. Nee, wir machen das später. Denn wir können den Drachen jetzt auf Level 6 mit Sonderbonbons hochleveln. Aber das machen wir erst später. Wundertausch und ja, und wir wollen tauschen und speichern und alles mögliche und durchführen. Komm, mach hin, ich will spielen. Wir sind schon 10 Minuten dabei, Pokémon zu tauschen. Das ist ja echt ein Spaß. Ich finde die Musik echt voll cool. Ich finde die echt, also ich muss die echt mal irgendwie als Klingelton oder so machen. Klingelton. In so einem Bus so. Wundertausch?
Ja, ne? Hey, warte. Ah, mein PC. Ich hasse es. Warum? Dieser scheiß Monitor geht immer aus. Geh nicht. Danke. Der geht immer aus, der Monitor. Er geht immer aus. Also wenn ich den nicht berühre über lange Zeit lang. Ich glaube, das kann man irgendwie einstellen, dass man das nicht so ausgeht. Kann man bestimmt. Ne? Ach, Nebulak. Ah, warte, Nebulak. Stimmt, habe ich gerade gesehen. Nicht so, was war das gerade? Nebulak. Ah, okay, Nebulak. Also wenn Nebulak auf Level 1 ist, das wäre dann echt cool. Denn Gengar finde ich auch voll cool. Dann könnten wir nämlich auch Mega Gengar. Okay, das finde ich cool. Das fände ich nice. Nein! Ja! Ah, geil! Übersteuerung pur, aber scheiß Wesen. Fuck off. Egal. Oh, der voll geil. Das Ding hat sogar 3 IVs. DVs, das Dano. Hat Angriff, Verteidigung und Spezialangriff. Nee, warte, falsch. Nee, warte, oder? Ja, nee. Hat Angriff und Spezialangriff. DV, denken Sie. Oder? Ja, doch, hat es. Okay. Wie auch immer, wir dürfen jetzt unser Nebulak auf Level 2 bringen und unser Dano auf Level 6 bringen. Das finde ich gut. Level 2, Level 3. Und die Bonbons sind natürlich nicht gecheatet. Die habe ich alle gefarmt hier. Also, falls ihr jetzt denkt, dass ich ein Cheater bin oder so, oder irgendwie so ein Modul habe, das habe ich nicht. Also bitte solche Dinge unterlassen hier. Ich mache alles legit. Und Level 6 und Level 2 für Gastly. Natürlich werden wir mit Gastly ein bisschen uns aufleveln, denn Dano hat eh schon den Vorteil mit den DVs und gutes Wesen und geile Attacken. Deswegen muss Gastly ein bisschen so den Vorteil hier genießen. Bisschen Liebe braucht es. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Oho. Da ist der Teenager etwas in seinen rebellischen Jahren. Zickzacks, da ist Gastly eigentlich gar nicht gut, weil ne, Geistattacke macht sich nicht so gut auf Normal-Pokémon. Aber wir könnten dich einhypnorisieren. Ja, komm, wir hypnorisieren dich mal. Kann man mit Geistattacken eigentlich auf Normal-Pokémon treffen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass Normal auf Geist nicht trifft, aber trifft Geist auf Normal? Ich bin mir nicht. Ich mache lieber nichts. Ich gehe lieber direkt mal auf unser Dano. Und wir versuchen dann mal das Ding da rauszukriegen jetzt hier. Ich finde das so cool jetzt, dass ich endlich mal irgendwie Pokémon 6. Gen Let's Playen kann, weil ich finde die 6. Gen irgendwie von Grafik her voll. Wir haben Drachenwut, damit können wir alles wegsweepen, alles. Also ich finde die 6. Gen, so Battle Sprites und alles, ich finde das alles so schön gemacht, alles so cool. Deswegen macht das mir alles immer so Spaß, wenn ich jetzt alles spiele. Das macht mir so Spaß und okay, Level 3 für Gastly. Level 4 für Gastly. Ach ja, stimmt, die Pokémon werden jetzt doch schneller gelevelt, oder? Weil wir haben die jetzt getauscht und getauschte Pokémon kriegen doch schneller EP, oder? Oder irre ich mich hier gerade? Ich weiß auch nicht, aber egal, wir gehen jetzt mal hier in den Wald und ich glaube, wir fangen uns noch ein Pokémon denn ich glaube, dass ihr doch gerne sehen wollt, wie ich hier Pokémon wunder trade. Das ist doch hier das Spannendste an dem Projekt, denke ich mal. Na, Serena, na du? Heißt du Serena? Ich glaube schon, ne? Fuck off. Du bist ein Trainer, ne? Warte mal, eben, Jesus, ich hab da was gesehen. Was ist denn da? Zeig mal. Ach, Paraheiler war da, glaube ich, oder? Ja, genau, Paraheiler. Immer noch im jeden ersten Wald. Okay, gut. Fangen wir uns ein Pokémon? Ja, machen wir. Okay, Hornlio, da können wir leben. Müsste eh weitergetauscht werden. Beutel, Bälle, Pokéball. Flieg und Sieg! Mondstein, Flieg. Nee, warte. Pokéball, Flieg und Sieg. Du kannst es tun. Oh, Pokémon. Okay. Also, ihr könnt ja jetzt gerade hören, dass meine Stimme wirklich sehr grandios ist. Also, ich habe echt die Stimme der Generation. Die hat echt keiner. Also, ich meine, wer ist bitte Whitney Houston? Und so, bitte, wer sind die? Sein Giftstachel ist gefährlich. Ist mir egal. Ich will dich weitertauschen. Ja, wir nennen dich hier YouTube Schizomania. Bisschen Promo, Product Placement. Da bist du. Schizomania. Mania on the floor. Okay, wir tauschen nicht weiter.
Ich glaube, den Part mache ich sogar ein bisschen länger für euch, damit ihr so... Ich meine, erster Part ist immer ein bisschen länger, das ist ja normal, weil da oft was passiert. Okay, Wundertausch. Ja, mal gucken, was jetzt so kriege. Ich bin gespannt. Ich liebe diesen Wundertausch, der ist so geil. Okay, warte, was hast du für ein Level überhaupt? Dann können... Level 2, okay. Ach, Level 2. Ja, dann mach mal Abgang hier, Hornio. Ich hoffe auf, Eier-Pokémon, denn dann können wir direkt weitermachen und nicht erstmal direkt wieder 1000 Jahre lang rumtraden, bis wir was kriegen, was wir auch benutzen dürfen. Suche nach Tauschpartnern, bitte warte einen Moment. Sag mir nichts, was ich zu tun habe. Warte du einen Moment. Ich warte nicht, ich bin ungeduldig. Sanchez Web. Achso, das ist. Nee, warte, Echange, Swip, Andreas, Frankreich, Motherfucker, shit. Mach's gut, Hornio, das waren echt tolle Jahre mit dir. Drifloon, okay, aber eh nicht auf Level 1, oder? Ich meine, wer breedet sich einen Drifloon? Mal gucken. Oh, Ikui. Du hast dein Pokémon sehr geliebt, ja, du hast es sehr geliebt, dass du ihm so einen Namen geben musstest. Mal gucken. Level 45, eskalier erstmal, nee, da, danke schön. So, Wundertausch. Mach einen Abgang wieder, flieg wieder weg, du Ballon, du. Dim. Moment mal, das war die Klingel, warte eine Sekunde. So, da wäre ich wieder. Ja, das war die Tür, deswegen musste ich eben den DS kurz zuklappen, Ja, ich hätte eigentlich weitertauschen können und einfach dann... Ach, egal, komm. Nee, komm, egal. Wir machen das einfach jetzt von neu. Ach so, das hatte schon getauscht. Okay, dann haben wir das Pokémon schon bekommen. Wir haben einen Zigzags bekommen. Okay, Zigzags. Gut, ich wollte eigentlich versuchen, das abzubrechen irgendwie, aber ging nicht anscheinend. Mal gucken, ob das Zigzags überhaupt gültig ist für uns. Bist du gültig? Level 2 musst du sein. Level 4, nee, geht nicht. Okay, weiter mit dir. So, zum Tausch anbieten. Meinen Kopfhörer reinstecken, erstmal, damit ich auch was höre. Die geile Musik hier. 18 Minuten nur mit Tauschen verbracht, das ist echt ein geiler Start in das Projekt, aber muss ja sein, die ersten paar Pokémon dauern ja ein bisschen halt. Aber ich muss sagen, wenn man ein bisschen weiterkommt, so, ich meine, wenn man jetzt auf Rote irgendwie irgendwo ist, wo die Pokémon sehr stark sind, also auch sehr hoch gelevelt sind, kann man ja halt voll easy was finden, weil ich meine, die meisten Pokémon sehen jetzt nicht so hoch im Wundertausch. Wundertausch? Ja, doch, Wundertausch, deswegen, ne, geht das klar. Okay, mal sehen, was jetzt hier kriegen, mal sehen, Evoli! Also Evoli auf Level 1 wäre schon geil, ne? Weil ich meine, Evoli hat man halt voll viele Möglichkeiten. Ich meine, Felinara, Psyana, Nachtara, ne? Diese ganzen Pokémon da. Ich fände Psyana schon cool. Ich mag Psyana am liebsten, glaube ich. Doch, Psyana ist echt geil. Okay. Sehr auf Level 1, bitte. Sehr auf Level 1. Perfekt, Level 1. Okay, gut. Dann geben wir doch eben einen Sonderbonbon. Und dann können wir dich auch benutzen. Sonderbonbon. Aber erstmal das Wesen abchecken von dir, ob du auch ein gutes Wesen hast, denn Wesen sind ja sehr wichtig hier. Und sehen, ob du auch irgendwie Breeding Moves hast. Wir können vielleicht auch vom Wesen her leiten, was du fein. Okay, wir können nicht Felinara machen. Nachtara eigentlich. Psyana auch. Aquana eventuell. Ja, doch, Aquana auch. Blitzer. Okay, gut. Ich glaube, ich mache daraus aber eventuell Aquana oder Psyana. Felinara eventuell, ich weiß nicht, bin ich mir noch unsicher, aber ne, wie auch immer, wir leveln mal ein bisschen jetzt mit dem Evoli. So, okay, da ist noch ein Trainer, ich glaube, wir machen den noch und dann, oder wir machen noch den ganzen Wald hier zu Ende und dann werden wir den Partner an der Stelle, weil ich glaube, dann sind wir bei ungefähr 25 Minuten, das sollte ausreichen, ne, für einen Part, für den ersten Part, so. Mal sehen, was du für Attacken hast, ich glaube, da war nur ein Tackle drauf, Bezirzer, Gerna, du hast keinen einzigen Move, okay, nice. Wir gehen mal in unser Gastly rein. Nein, stopp. So, Tackle, dankeschön, macht mir nichts aus und Schlecker sollte eigentlich relativ netten Schaden machen. Oder auch nicht. Oh, ich bin Pummel so süß, das ist so niedlich. Ich will auch eins haben. So, lecker nochmal.
Wir könnten auch eigentlich theoretisch gesehen einfach in unser Dano wechseln und dann. Ach, egal, komm. Scheiße. Oh, komm, wir wechseln raus. Das dauert mir zu lange hier. Ich könnte rein theoretisch gesehen auch die Attacken-Animation ausschalten. Würde ich das wollen oder nicht? Weil ich finde das eigentlich ganz schön, aber das dauert manchmal echt lange, die Animation und so was. Das kann schon viel Zeit rauben. Initiative sinkt stark, dankeschön. Und ja, ne? Komm, Drachenhut. Boah, dieses Pummel, ne? Ich krieg zu viel hier. Ich krieg zu viel. So, jetzt aber. Komm weg mit dir. Dankeschön. War das denn dein letztes Pokémon oder hast du noch ein Pokémon irgendwie? Level 5 für Gastly und Level. Oh, Groll. Level 6 noch bitte? Nein, okay. Evoli Level 3. Level 4. Nein, okay. Datiri hast du. Datiri können wir eigentlich. Ja, Evoli reinschicken und dann Gastly und dann Dano, weil die müssen ja irgendwie alle leveln hier. So, Kampf. Nee, nicht Kampf. Wir müssen hier rauswechseln. Und zwar in unser Gastly und dann gehen wir raus gegen Dano. Unser. Was ist davon der deutsche Name? Dano, warte. Wir haben Trikefalo. Wir haben Duodino. Auf jeden Fall mit Uno, glaube ich, irgendwas. Weil wegen Uno. Nee, nicht Uno. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich meine, wegen. Duo, Trio, Solo, keine Ahnung, egal. Ist auch egal. Und wir wechseln jetzt hier wieder raus und unser Dings hier, den Drachen. Level 7 schon fast, wow. So, Drachenwut. Ich finde Drachenwut echt nice. Ich meine, mit Drachenwut kann man die ersten 2-3 Arenen eventuell. Okay, nein, die ersten 2 Arenen eventuell mit. Echt fast nur One-Hitten. Also bis zur zweiten Arena die ganzen Pokémon, die es da gibt. Also vom jetzt aus bis dahin. Die meisten Pokémon alle One-Hitten. Das finde ich echt nice. Level 4 für Evoli und Level 6 für Gastly und Level 7 für Dano. Finde ich gut. So, noch eben jetzt aus dem Wald hier raus und dann, ne? Part beenden. Das ist unsere Aufgabe. Können wir hier durch ohne. Genau, okay, kein Pokémon gesehen. Hier auch bitte kein Pokémon. Danke, 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 danke. Ja, okay, nice. Sei leise, geht weg bitte. Ich hoffe, dass niemand keine Angst vor Unwettern, denn gleich hat es Blitze. Okay. Hast du ein Pikachu? Ich denke mal ja, oder? Ja, Pikachu, okay. Zeig schon mal her dein Pikachu. Oh, Pika, Pika, das ist so süß. Gut, wir gehen hier raus und zwar in unser Gastly. Und dann gehen wir raus in unser Dane. Verteidigung sinkt, macht mir nichts aus, wir gehen jetzt eh wieder raus. So, Dano, komm mal raus hier. Mach mal hier Drachenwut und. Heuler, bringt mir nichts. Ist mir egal. So, jetzt aber. Das Ding ist schneller, oh Gott. Oh Gott. So, und bye. Der Drachenhut, der ist schon ganz nice, ne? Level 8, oh, Level 8 für Dano, finde ich gut. Level 7 für Gastly, sogar Level 8 vielleicht. Ja, Level 8 für Gastly. Horrorblick, Level 9, ach du Scheiße, okay. Bei Gastly geht das irgendwie sehr schnell und Evoli voll noch hinten. Level 5 erst. Dann Wirbel, nee, danke, brauchen wir nicht. Level 6. Ja, ist auch noch drin. 7 aber nicht, ne? Ne, 7 ist nicht. Ne, 7 ist nicht drin. Okay. Nein, dann nicht. Dann nicht. So, hier noch eben runter. Ja, Pokémon. Dankeschön. Dankeschön. Moropi. Ich finde es halt witzig, wie dieser Wald einfach 1:1 wie der Vertania-Wald aussieht. Also das ist echt, also, ne? GG an Game Freak, dass ihr das da irgendwie so als Easter Egg quasi das gemacht habt. Finde ich echt cool. Sollen wir da noch kämpfen? Komm, wir kämpfen da noch ein. Ja, komm, wir kämpfen da noch ein bisschen. Komm, wir gehen da jetzt rein. Rein mit uns da. Jederzeit, überall, gegen wen auch immer, das ist das Holland, Pokémon kämpfen. Nee, geht ne. Ich meine, ich will eigentlich jetzt keiner raus hier und. Kyremize. Ornio, oh Gott. Ornio.
Evoli, komm mal raus hier und ich will eigentlich einen Move auch. Ich will einen Move auf, auf Dingens haben, auf Evoli haben, so wie Tackle oder so. Wäre schon cool, aber. Warte, ist Berzerza nicht in der Attacke? War Berzerza nicht in der Attacke? Ich meine schon, oder? Ja, ist es sogar. Was mache ich denn da überhaupt dann? Ach Gott. So, komm mal hier, machen wir Berzerza. Sollte ausreichen, locker One-Hit. Ja, easy. Easy. Skoppel, bleiben wir drin. Sollte nicht ausreichen von Klee. Nee, nein, reicht nicht aus. Agilität, oh Gott. Jetzt ausbietest du mich, wie schlimm. Deckel, oh. Okay, er macht da fast gar nichts. So, jetzt können wir auch rechts hier rein und das Item da holen, was es da gibt. War da ein Item? Ich meine schon, oder? Da muss ein Item gewesen sein, rechts von uns. Level 7 und das war's aber auch. Ich glaube, mehr kommt da nichts. Nee, Level 7 nur. Okay, alles klar, dann nicht. So, schnell hier rechts rein und da noch ein Item eben. Pokéball, yay. Ein Ast abfreuen. Okay, jetzt gehen wir bei Emo hier hoch und genau. Ah, warte, da ist noch ein Item. Moment. Ach, kurz vorm Item kommt natürlich ein Pokémon. Natürlich. Sodamark, oh, wie süß. Wir fliehen aber hier, weil ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ganz einfach. Angsthase von Evoli wirkt. Dankeschön, Angsthase. Du rettest mir das Leben. So, Trank, dankeschön. Ach, ich lese gerade, dass ich gar nicht die Dingens, dass ich gar nicht die Regel erwähnt habe, dass man meiner Wonderlock halt, wenn ein Pokémon stirbt, dass man das ablegen muss. Habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Okay, tut mir leid. Also das ist so, dass man halt, wenn ein Pokémon besiegt wird, muss man das ablegen. Das heißt, dass man das nicht benutzen darf und so, okay, nachgeholt. Tut alle mal jetzt hier rein, bitte. Dankeschön. Route 3, Overtweg. Sagt doch mal, was habt ihr denn alle so vor? Vielleicht wird er mich auf der Suche nach Pokémon begeben, ist doch klar. Immerhin hat unser Professor darum gebeten, alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Orten, auf den Roten kann man völlig andere Pokémon treffen als in den Wäldern. Okay. Dankeschön. Ja. Mhm. Interessant. Ja, also die reden jetzt hier darüber, dass man, woanders Pokémon bekommt und so. Und Abenteuerfibel. Irrelevant für uns. Wir machen mal jetzt weiter. Cool, danke. Ich werde mal versuchen, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Igamaro. Ja, ne, haut rein. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Pokémon Y der Wonderlock. Mach's gut und ciao.